Ich zeige dir heute die schnellste Methode, um Gitarrenaufnahmen in Logic Pro zu machen, selbst wenn du alleine bist. Nehmen wir mal an, du hast eine Gitarrenaufnahme gemacht und möchtest jetzt einige Stellen, an denen du dich verspielt hast, korrigieren. Dann gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, wenn ihr zu zweit seid, dann kannst du das hier über schnelles Punch-In erlauben machen. Das heißt, du spielst mit deiner Gitarre ein und dein Operator oder dein Recording-Engineer sitzt hier in Logic direkt drin oder an Logic dran und über den Quick Punch-In kann er dann über einen Shortcut deine Aufnahmen machen. Was aber jetzt, wenn du alleine bist? Das ist natürlich nicht so gut und du kannst diese schnelles Punch-In-Funktion hier nicht verwenden. Und da gibt es eine andere Möglichkeit und die heißt Auto-Punch. Das kannst du zunächst mal machen. Die hat nur einen Nachteil, sie ist leider sehr, sehr umständlich. Ich zeige dir, wie du sie einschaltest. Und zwar, wenn du hier auf die Steuerungsleiste einen Rechtsklick machst, auf Steuerungsleiste und Anzeige anpassen gehst und dann hier Auto-Punch aktivierst. Dann siehst du hier oben jetzt diese Auto-Punch-Taste oder Auto-Punch-Button, den kannst du jetzt aktivieren. Und jetzt hast du hier dieses hässliche, rote, kleine, schmale Ding, an dem kannst du jetzt rumziehen. Aber es ist furchtbar umständlich und es macht wirklich nicht viel Spaß, damit zu arbeiten. Es ist auch viel kleiner als der Cycle-Bereich hier zum Beispiel. Aber dennoch funktioniert es und das heißt, ich könnte jetzt diese Aufnahme korrigieren. Die klingt so. Ja, das habe ich mit meinen äußerst bescheidenen Gitarrenkenntnissen eingespielt. Aber nehmen wir mal an, ich möchte das jetzt korrigieren. Dann geht es über Auto-Punch ganz einfach. Kann jetzt einfach hier reingehen, wo ich möchte. Auto-Punch ist aktiviert. Und jetzt kann ich aufnehmen und er macht mir das dann. Ja, und er hat dann, macht ja dann auch gleich diese Quick-Swipe-Comping-Sachen. Das heißt, ich kann jetzt hier auswählen, okay, was nehme ich, welche möchte ich nehmen und kann das öfter einspielen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das ist äußerst umständlich und es gibt einen richtig coolen Hack, wie du das viel einfacher machen kannst. Und zwar machen wir das über das Marquee-Tool. Ich mache jetzt hier mal Auto-Punch wieder aus. Was jetzt wirklich wichtig ist, damit das funktioniert, ist, dass du bei der über dem Abspiel-Button oder die Abspielmöglichkeiten ab Marquee-Auswahl wiedergeben, dafür deaktivierst, ja? Das heißt, das deaktivieren wir jetzt. Und der Witz ist jetzt verwandelt sich das Marquee-Tool in einen schnellen Quick-Punch-In. Das heißt, du musst überhaupt nichts umstellen, du brauchst nicht mal die Quick-Punch- oder Auto-Punch-In-Taste. Ich möchte jetzt also hier diesen Akkord anders spielen. Und das war's jetzt schon. Ich habe den Marquee-Bereich festgelegt, hol mal die Gitarre, wähle mir die Stelle aus, ab der ich einspielen möchte. Das reicht mir jetzt ab hier und kann es direkt loslegen. Ich muss einfach Record drücken und das war's. Jetzt habe ich den Akkord ausgewechselt. Eine andere coole Sache, die du damit machen kannst, ist, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, du möchtest verschiedene Sachen ausprobieren an einer Songstelle. Und ich markiere jetzt einfach mal dazu hier diese Stelle und sagen wir mal, ich wollte jetzt hier verschiedene Licks ausprobieren, ein paar verschiedene Variationen probieren. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich spielen will. Und ich möchte, dass eine gewisse Stelle im Loop läuft. Ja? Dann benutze ich jetzt den Marquee-Bereich in Verbindung mit dem Cycle-Bereich. Was du jetzt aber auch hier wieder machen musst, ist, du musst ab Cycle-Bereich wiedergeben ausschalten, wie wir das bei der Marquee-Auswahl auch schon gemacht haben. Wenn ich jetzt laufen lasse und einspiele, dann siehst du, ich habe es nicht eingespielt, die Gitarre nicht in der Hand gehabt, aber dann siehst du, dass er das hier auch macht. Auch das kannst du ganz schnell machen, ohne jetzt hier umständlich dieses Auto-Punch-Werkzeug hier ein- und ausschalten zu müssen. Also ich finde das wirklich super genial. Falls du noch weitere solche heißen Logic-Tipps möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic-Workflow-Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du deinen Workflow in Logic Pro massiv beschleunigen kannst. Das ist ein PDF, habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen. Hat schon sehr, sehr vielen Leuten weitergeholfen, also unbedingt empfehlenswert. Logic-Workflow-Checkliste, 10 Punkte, unten im ersten Kommentar habe ich es dir angepinnt. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung, wie machst du das, wenn du aufnimmst? Mit einer Sängerin, alleine oder zu zweit, was sind deine Best Practices? Und hast du diesen Trick, diesen Hack hier in Logic gekannt, dass du diesen Auto-Punch-In-Button gar nicht drücken musst, sondern dass du tatsächlich mit dem Marquee-Werkzeug, was sowieso mein Lieblingswerkzeug ist, machen kannst? Schreib mir das bitte unten gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer bei dir fürs Zuschauen. Ich schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!